Mit diesen 7 einfach umzusetzenden Tricks können Anfänger wie auch Fortgeschrittene ihre Fähigkeiten im Holzhandwerk sofort verbessern. In den vergangenen Jahren als Holzhandwerker habe ich wirklich einige hilfreiche Tipps und Tricks rund um das Thema Werkstatt gelernt und bin dabei auch auf den ein oder anderen wirklich hilfreichen Trick selber gekommen. Und nebenbei bemerkt, ist das Netz wirklich voll von hilfreichen Tipps, Tricks und Hacks rund um das Thema Werkstatt einrichten, Holzhandwerken und DIY. Heute will ich euch ein paar meiner Lieblingstipps und Tricks rund um das Thema Werkstatt einrichten und Holzwerken präsentieren, die ihr vielleicht sogar schon kennt, aber euch definitiv die Arbeit in eurer Werkstatt enorm erleichtern werden. Und wahrscheinlich wirst du bei dem ein oder anderen Tipp denken, ach verdammt, hätte ich das doch nur früher gewusst. Abonnieren ist auf YouTube übrigens kostenlos und ein Like tut ganz sicherlich auch nicht weh. Deswegen würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen. Tipp Nummer 1. Wie verhindert man am besten, wenn man solches Plattenmaterial hier zuschneidet, wie in diesem Fall hier Seekiefer oder auch Multiplex, solche Ausrisse, die ganz oft entstehen, wenn man solche Platten einfach zuschneidet, und zwar egal, ob es an der Tischkreissäge oder auch an der Handkreissäge ist. Bevor ich euch jedoch die Tipps und Tricks direkt verrate, müssen wir zwei grundlegende Dinge zuerst klären, und zwar, was die Grundvoraussetzungen sind für einen sauberen Schnitt, und das wäre zum einen natürlich ein scharfes Sägeblatt und natürlich auch ein geeignetes Sägeblatt. Bei Schnitten in solche Multiplex-Platten sind auf jeden Fall Sägeblätter mit viel Zähnen, das heißt für einen feinen Schnitt wesentlich von Vorteil, aber, da muss ich auch ganz ehrlich sein, immer wenn ich solche Schnitte zum Beispiel mit meiner Handkreissäge hier mache, hier habe ich in der Regel auch immer ein grobes Sägeblatt drin, weil ich das Ding überwiegend dazu verwende, um einfach Holzbohlen aufzutrennen oder eben große Platten hier in meiner Werkstatt aufzutrennen. Hier, so ein Sägeblatt ist das. Und da muss ich auch sagen, ich bin viel zu faul, um an der Handkreissäge das Sägeblatt zu wechseln. Ich habe da wirklich immer nur dieses eine drin. Aber wie man auch mit so einem groben Sägeblatt in solche Platten hier saubere Schnitte hinkriegt, das will ich euch jetzt mal zeigen. Solche Mehrschichtplatten sind ja aus mehreren Schichten hergestellt, die immer quer zueinander aufgeleimt wurden, damit das Ganze einfach auch an Stabilität kriegt. Und wie ihr hier sehen könnt, ist die erste Schicht dieser Platte hier, da verläuft die Holzfaser in diese Richtung hier und versucht hier nach Möglichkeit einfach die Schnitte entlang der Holzfaser zu machen, denn so könnt ihr schon mal einen großen Teil der Ausrisse verhindern. Ich weiß allerdings, dass das nicht immer möglich ist, und falls das der Fall sein sollte, versucht auf jeden Fall mit einer Führungsschiene zu arbeiten. So eine Führungsschiene hat nämlich mehrerlei Vorteile. Zum einen kann dadurch die Maschine auch perfekt auf dem Werkstück geführt werden. Und zum anderen wird die Seite vom Werkstück, die unter der Führungsschiene liegt, auch direkt gegen Ausrisse geschützt. Und was genau das bedeutet, seht ihr, wenn ich jetzt die Führungsschiene mal entferne. Hier könnt ihr wie gesagt sehen, die Kante hier ist wirklich absolut sauber, und auf der anderen Seite könnt ihr sehen, dass das Reststück Ausrisse hat. Wie ihr auch erkennen könnt, habe ich den Schnitt hier quer zur Faser gemacht, das heißt die Faser läuft hier so quer und der Schnitt wurde quasi jetzt dadurch gemacht, was wiederum die Hauptursache ist, dass es überhaupt Ausrisse bei solchen Schnitten gibt. Eigentlich könnte man sich jetzt auch denken, ach Gott, ja, dieses Reststück hier brauche ich doch sowieso nicht, also was juckt es mich, ob da irgendwelche Ausrisse sind. Manchmal ist es jedoch so, dass man große Platten auch einfach abtrennen muss und man das andere Stück dann doch noch irgendwann verwendet. Und das ist dann einfach ärgerlich, wenn man da einfach eine Kante hat, die einfach solche Ausrisse hat. Oder viele von euch, habe ich auch schon gesehen, ja, und das ist auch vollkommen verständlich, arbeiten ohne so eine Führungsschiene, sondern einfach nur mit so einem Anschlaglineal, wo dann die Säge sozusagen so entlang geführt wird. Dadurch ist, wie gesagt, auch die Faser auf der Innenseite oder unter der Führungsschiene, wie ich es ja gerade gesehen habe, nicht mehr supported, ja, oder wird dann nicht mehr unterstützt. Und dadurch können dann eben auch auf der Seite solche Ausrisse entstehen. Eine weitere Methode, um Ausrisse zu verhindern, ist das sogenannte Anritzen. Das gibt es auch bei Tischkreissägen, kann man aber auch ganz einfach mit so einer Handkreissäge machen. Vorritzen bedeutet, dass ich nicht den kompletten Schnitt mit einem Mal hier durchführe, sondern erst einen kurzen Durchgang mache, indem ich die oberste Schicht hier wirklich nur kurz anreiße, ja, also sage ich mal so ungefähr 3 mm ungefähr da reinsäge und danach den Schnitt komplett durchführe. Das hat einfach den Vorteil, dass man vorher das Material etwas schonender sozusagen ansägt, ja, und dadurch die Ausrisse minimieren kann. So, jetzt habe ich das Ganze ungefähr 3 mm angeritzt und jetzt mache ich den Schnitt komplett.
So, wie man hier wieder sehen kann, ja, die Seite, auf der die Führungsschiene lag, die ist wieder absolut sauber. Und hier drüben haben jetzt leider wieder ein paar Ausrisse bekommen. Da hinten war es auf jeden Fall besser, aber auch hier, es ist nicht unbedingt die optimalste Lösung. Wenn ihr jedoch absolut sicher gehen wollt, dass eure Schnitte auf beiden Seiten absolut ausrissfrei sind, dann kann ich euch nur die Methode mit dem Papierklebeband empfehlen. Hierzu tragt ihr einfach auf die Stelle, an der gleich gesägt werden muss, einfach ein wenig Papierklebeband auf. In meinem Fall ist das jetzt ein bisschen breit, es kann auch wesentlich schmaler sein. Es muss im Endeffekt eigentlich nur so dick sein, dass es den Schnitt gerade so verdeckt. Und wenn ich jetzt die Klebestreifen entferne, aber wie ihr sehen könnt, das ist schon wirklich ein Top-Ergebnis. Ansonsten kann ich euch noch als Tipp für einen sauberen Schnitt mit der Handkreissäge oder auch mit der Tischkreissäge empfehlen. Achtet auf den Vorschub, das bedeutet einfach, fahrt langsam mit dem Holz über die Säge oder mit der Maschine über das Holz, dann kriegt ihr auch einen einigermaßen sauberen Schnitt hin. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch ein wenig schlauer, was saubere Schnitte in Plattenmaterial angeht. Und apropos Kreissäge, das führt mich auch direkt zu Tipp Nummer 2. Sehr oft muss man an der Tischkreissäge solche verdeckten Schnitte machen. Das bedeutet, dass man einfach zum Beispiel eine Nut oder ein Falz oder sonst irgendeinen anderen Versatz in Bretter sägen muss, was dann bedeutet, dass man das Sägeblatt hier auf eine bestimmte Höhe stellen will. Und genau dieser kleine banale Schritt kann manchmal ganz schön zum Stressfaktor werden, weil es vor allem dabei um Genauigkeit geht und das Ganze wirklich genau einzustellen kann manchmal etwas schwierig werden. Es gibt hier verschiedene Methoden, zum Beispiel auch mit so einem höhenverstellbaren, ich habe jetzt leider keinen da, weil ich in der neuen Werkstatt bin und das Teil ist leider noch in meiner alten Werkstatt, aber ich blende euch das einfach mal ein. Ich habe das in der Vergangenheit schon wirklich oft benutzt. Das Teil ist eigentlich gar nicht so schlecht und gerade zum Einstellen von Fräsern ist das wirklich super, super praktisch. Allerdings, wenn man damit an der Tischkreissäge die Höhe einstellen will, ist es zumindest, was mich immer daran gestört hat, ist, dass man, zumindest wenn ich die Höhe von dem Sägeblatt einstellen will, gucke ich gerne, so wie ihr jetzt gerade, von der Seite auf das Sägeblatt drauf. Aber diese Art von Messschieber muss man eben parallel zum Sägeblatt einstellen. Das bedeutet, die wirkliche Skala kann ich immer nur von der Seite ablesen. Und außerdem hat auch dieses tolle Teil ein Problem, was eigentlich alle Höheneinstellungsmechanismen haben, die man so an der Tischkreissäge hat. Die wahre Schwierigkeit ist es nämlich, den höchsten Punkt des Sägeblattes zu finden, der im Endeffekt die Referenz sein muss, an der man messen will. Und dazu muss man das Sägeblatt immer so ein bisschen hin und her drehen und das wiederum bedeutet, in der Vergangenheit habe ich dazu einfach immer nur so ein ganz normales Lineal genommen und habe das da hinten hingestellt. Und hier war dann einfach das Problem, dadurch, dass das Lineal so schmal ist, wirklich den höchsten Punkt zu finden, von dem ich dann messen kann. Es gibt ja auch noch viele andere Methoden, wie man dieses Problem beheben kann, indem man sich zum Beispiel solche Lehren anfertigt, wo einfach schon gewisse Maße oder die am häufigsten verwendeten Maße einfach schon mal vorgefertigt sind, woran man dann das Sägeblatt einstellen kann. Aber das war mir ein bisschen zu eingeschränkt. Ja, ich wollte wirklich eine sehr, sehr breite Maßskala haben. Und da ist mir ganz einfach dieses kleine Ding hier eingefallen. Ich habe mir hier kurzerhand so eine relativ breite Maßskala angefertigt. Ja, dazu habe ich mir einfach kariertes Papier genommen und dort die Maße von 0 bis 80 mm eingetragen. Schön fein und säuberlich. Und der Vorteil nämlich an so einer Skala ist, dadurch, dass ich eine wirklich breite Referenzfläche habe, kann ich so exakt den genauen Punkt herausfinden, an dem das Sägeblatt das den absolut höchsten Punkt hat und dann die Säge exakt auf das Maß einstellen, das ich benötige. Und das Ganze ist wirklich sehr schnell mit ganz geringen Kosten hergestellt. Ihr müsst das, wie gesagt, einfach nur auf kariertes Papier aufzeichnen und dann habe ich es hier noch auf 3 mm MDF aufgeklebt, damit das Ganze etwas stabiler wird. Und übrigens müsst ihr das Ganze nicht einmal festhalten beim Einstellen, sondern ihr könnt einfach den Parallelanschlag relativ nah an das Sägeblatt heranführen. Und jetzt könnt ihr mit beiden Händen frei daran rumhantieren und wie gesagt einfach die korrekte Höhe finden, die ihr gerade benötigt. Und wenn wir schon mal beim Thema Höheneinstellung von Sägeblättern sind, kommen wir direkt zu Tipp Nummer 3. Und damit kommen wir auch wieder zu einer meiner Lieblingsmaschinen und zwar der Handkreissäge. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen, Leute. Ja, also diese Maschine gehört wirklich zum Grundstock in jeder guten Werkstatt. Und manchmal kommt es eben auch hier vor, dass man hier eine gewisse Schnitttiefe einstellen muss. Und bei einer Handkreissäge kann das Ganze schon wesentlich fummeliger werden. Denn dazu muss man nämlich dann das Ganze so ein bisschen festhalten. Und selbst mit so einer Skala, die ich euch gerade gezeigt habe, ja, wenn man die hier anlegt, also das Ganze ist schon nicht ganz so einfach und ziemlich fummelig.
Zwar hat diese Handkreissäge hier, oder sehr viele Handkreissägen haben hier zwar auch so eine Maßskala, auf die ich mich allerdings nicht wirklich verlassen würde. Und gerade wenn man hier noch mit einer Führungsschiene arbeitet, ist die ganze Maschine ja nochmal etwas erhöht und dann kann man sich sowieso nicht mehr an diese Skala hier halten. Aber auch hier will ich euch den Trick nicht vorenthalten, mit dem man das auch in der Handkreissäge ganz einfach einstellen kann. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, irgendwo an der Seite von eurer Werkbank so eine kleine Maßskala aufzukleben. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, eine Schnitttiefe von ungefähr 20 mm mit der Handkreissäge benötigt, nehmt ihr das Ganze einfach, legt es auf die Führungsschiene und jetzt könnt ihr die Säge absenken. Wie gesagt, dreht ein bisschen das Sägeblatt. Selbstverständlich macht ihr den Strom aus, bevor ihr solche Arbeiten macht. Dreht einfach ein bisschen das Sägeblatt und guckt, wo der niedrigste Punkt ist. 105 runter. Übrigens, lasst euch hier nicht verwirren, das habe ich von einem Maßband einfach weggeschnitten aus irgendeinem Stück, das ist bei 104 cm, aber der Zweck ist ja genau der gleiche. So, an der Stelle sieht das Ganze schon wirklich gut aus. Wie ihr seht, es berührt ganz leicht die Linie und ihr merkt schon, das Praktische ist einfach, dass ich beide Hände bei dieser Arbeit frei habe. Wie ihr an dem Beispiel hier sehen könnt, müssen es nicht immer die komplizierten Dinge sein, um effektiv in der Werkstatt zu arbeiten. Welches Klebeband ich hier genau verwende, werde ich euch unten in die Videobeschreibung legen. Und wenn euch dieser Trick und die anderen Tricks bisher gefallen haben, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen hoch freuen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wann genau macht man denn mit einer Tauchsäge solche verdeckten Schnitte, das kann ich euch ganz einfach an einem Beispiel erklären. Hierzu nehme ich mir einfach mal so einen 80x80 mm Balken und stellt euch mal einfach vor, ihr wollt einen Carport bauen oder irgendeine größere Konstruktion und dieser Balken hier ist 2 bis 3 Meter lang. Und damit solche Konstruktionen auch schön stabil werden, ist eine Schraubenverbindung nicht unbedingt die beste Wahl, sondern so eine Überblattung ist da schon wesentlich besser geeignet. Wenn man jetzt versuchen würde, so eine Überblattung einer Tischkreissäge herzustellen, wäre das aufgrund der Größe des Balkens wirklich ziemlich schwer. Eine Kappsäge ist dafür wesentlich besser geeignet, aber ich weiß auch, dass viele von euch keine Kappsäge haben. Und genau solche Arbeiten kann man auch mit der Tauchsäge machen. Vor kurzem bin ich nämlich auf diesen wirklich praktischen Helfer gestoßen. Das nennt man eine Cup-Tool-Cup-Schiene. Und wie der Name schon sagt, dieses Teil hier ist zum Kappen gedacht. Der Aufbau von dieser Konstruktion ist so einfach wie auch genial. Und ich habe mich gefragt, als ich das Teil zum ersten Mal gesehen habe, wieso ist da nicht schon eher jemand drauf gekommen? Hier seht ihr zum Beispiel ein Stück von einer ganz normalen Führungsschiene, wie man sie für Handkreissägen immer benötigt. Und hier kann man einfach das Teil anlegen, dann kann man einfach seine Tauchsäge hier vorne drauf machen und kann damit wunderbar Kappschnitte machen. Soweit ich weiß, ist diese Führungsschiene hier, wie ihr sehen könnt, meine Triton passt da wunderbar drauf, ist auf jeden Fall auch für Makita und für Festool-Sägen geeignet und ich denke mal auch noch für viele andere Modelle. Und wie das Ganze funktioniert oder wie man damit jetzt eine Überblattung schneidet, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Machen wir sie nicht mal allzu breit. 5 cm sollten reichen. Dann noch schnell auf der Werkbank sichern und dann kann man auch schon direkt loslegen. Das ist immer das Beste. Aber für mich sieht das Ganze wirklich gelungen aus. Mit 0,3 mm Abweichung habe ich hier meine 5 cm und in der Tiefe, da wollte ich ja meine 2 cm haben. Hier habe ich bis auf 0,1 mm genau 20 mm geschafft. Also wie ihr gerade eben gesehen habt, auch mit einer Tauchsäge kann man wirklich sehr präzise arbeiten. Wie ihr hier sehen könnt, kann man mit der Kappschiene wirklich alle möglichen Arten von Kappschnitten durchführen und gerade wenn man unterwegs ist, ist dieses Teil hier, glaube ich, wirklich praktisch. Alles in allem wirklich ein cooles Teil und wenn ihr euch dafür näher interessiert, einen Link zu dem Ding werdet ihr unten in der Videobeschreibung finden. Kommen wir also direkt zu Trick Nummer 4 und hier geht es ums Verleimen. Eine wirklich häufige Arbeit, die wir eigentlich bei jedem Projekt immer machen müssen. Und ich verwende hier zum Beispiel auch ganz oft so einen Silikonpinsel. Mit so einem Silikonpinsel trage ich immer den Leim auf, denn der Vorteil daran ist, wenn man den Leim mal getrocknet hat, kann man ganz einfach, also das ist ein Backpinsel sozusagen, ich kann euch auch mal das Teil hier oder irgendeinen Backpinsel unten in die Videobeschreibung legen. Aber der Vorteil daran ist einfach, dass man den getrockneten Leim ganz einfach wieder abziehen kann. Und ich kann euch eins sagen, Leute, das macht jedes Mal einen Heidenspaß und ist total zufriedenstellend, dieses Zeug wieder runterzuziehen.
So, sowas bleibt dann übrig. Und wie ihr sehen könnt, das Ganze kann man wirklich jedes Mal, und das Teil habe ich schon seit ungefähr 2 Jahren in Benutzung, absolut rückstandsfrei wieder runternehmen und damit sofort wieder arbeiten. Etwas mühselig wird das Ganze mit diesem Pinsel nur, wenn man etwas größere Verleimflächen hat. Aber das ist jetzt noch eine vergleichsweise kleine Leimfläche. Bei vielen Projekten hat man wirklich riesige Verleimflächen. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass es mit so einem Pinsel einfach Ewigkeiten dauert, die Flächen einzupinseln. Aber auch für diesen Anwendungsfall habe ich natürlich einen Tipp für euch. Und zwar habe ich den in England bei meinem Gitarrenbau bei Crimson Guitars gelernt vom Ben. Und zwar, man nimmt einfach eine alte Plastikkarte, in meinem Fall eine alte Kreditkarte. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich die Ränder von dieser Kreditkarte, ihr könnt wie gesagt auch irgendeine andere Plastikkarte nehmen, so mit solchen Zacken eingeschnitten. Ja, das Ganze gleicht jetzt sehr einem ganz normalen Spachtel und genau das soll es auch sein. Und damit kann man wirklich ideal den Leim auch großflächig auf solchen Holzstücken auftragen. Und das Ganze geht nicht nur wesentlich schneller, sondern auch schön gleichmäßig. Auf eine Kleinigkeit solltet ihr jedoch bei diesem Hack hier achten. Wenn ihr eine Geldkarte verwendet, nehmt auf jeden Fall keine, die noch gültig ist. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, denn Abonnieren auf YouTube ist schließlich kostenlos. Kommen wir also direkt zu Tipp Nummer 5 und da geht es um das Thema Schleifen. Und hier auch ein ganz einfacher, kurzer, aber genialer Tipp. Ich zeige euch das jetzt einfach mal an diesem ganz einfachen Werkstattwinkel, den ich mir vor kurzem erst angefertigt habe. Aber es geht einfach nur um das Prinzip, dass wenn man jetzt Sachen miteinander verbunden hat, egal ob mit einer Schraube oder mit irgendwelchen Runddübeln, Flachdübeln oder irgendwelchen anderen abgefahrenen Holzverbindungen, sehr oft muss man dann bei solchen Korpussen einfach darauf achten, dass die beiden Stoßkanten, an denen die beiden Teile hier aufeinander stoßen, auch wirklich bündig miteinander abschließen. Und genau das passt ganz oft einfach nicht, weil es einfach beim Verleimen oder beim Verzwingen die Teile nochmal so ein bisschen verrutschen und dann hat man hier so einen kleinen Versatz, den man im Endeffekt wieder nachschleifen muss. Und um hier zu garantieren, dass die beiden Flächen auch wirklich absolut bündig miteinander abschließen, fahre ich einfach mit einem Bleistift über beide Kanten drüber und schleife das Ganze jetzt einfach nach, bis die Markierungen alle gleichmäßig verschwunden sind und dadurch ist auch gewährleistet, dass die beiden Flächen bündig und gerade zueinander abschließen. Auf diese Art und Weise könnt ihr das Problem verhindern, das habe ich nämlich in der Vergangenheit schon zu Genüge getan, dass ihr euch quasi an solchen Verbindungsstellen solche Dellen reinschleift, weil ihr einfach ganz punktuell an einer Stelle diesen Versatz einfach entfernen wollt. Aber so ist wirklich gewährleistet, dass das Ganze auf der vollen Fläche auch schön glatt und wie gesagt bündig ist. Jedoch hat man in der Werkstatt auch immer mal wieder den Fall, dass man eben nicht alle Schleifarbeiten mit so einem elektronischen Werkzeug machen kann. Manchmal muss man doch immer wieder per Hand schleifen und auch dafür habe ich einen ganz hilfreichen Tipp für euch. Kommen wir also zu Trick Nummer 6. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn es bei mir ums Thema Handschleifen geht, ich habe in meiner Werkstatt so gut wie kein normales Schleifpapier, aber zu Genüge solche runden Schleifplatten hier von meinen Exzenterschleifern. Das Problem daran ist einfach nur, dass wenn man die einfach nur per Hand irgendwie schleift oder wenn man generell mit Schleifpapier und per Hand schleift, das geht ganz schön in die Hände und die Lösung dafür ist ganz einfach ein Schleifblock. Und da das Oberthema des heutigen Videos, es muss einfach und effizient sein ist, habe ich auch hier 2 ganz einfache Modelle von Schleifblöcken, die man für solche Anwendungsfälle super verwenden kann. Ich habe hier lediglich 2 Reststücke aus meiner Restholzkiste genommen und habe in die Mitte mit meiner Kreissäge jeweils eine Nut gesägt. Und in diese Blöcke kann man jetzt ganz einfach dieses Schleifpapier einmal außen rum wickeln und dann wird das Ganze hier in den Schlitz einfach reingesteckt. Denn das Hauptproblem ist, ich zeige das einfach mal so, wenn man jetzt einfach nur irgendein Reststück nimmt, ja, und die beiden Teile hier so drum macht, ja, und dann fängt man da an zu schleifen, das kennt ihr ganz sicherlich auch, ja, das geht dann relativ schnell runter und dann muss man das ständig hier mit den Händen zusammenhalten. Das geht ganz schön auf die Hände und kann unter Umständen sehr anstrengend werden. Aber bei diesem Modell könnt ihr einfach die beiden Enden hier in diese Nut reindrücken. Und dadurch, dass das Schleifpapier ja auch relativ grob ist, ja, hält sich das ganz von alleine dann hier drin, wie ihr seht, ja, kann nicht mehr rausfallen. Also es ist meiner Meinung nach wirklich die einfachste und effektivste Methode, solche Schleifblöcke hier zu verwenden. Zumal man nämlich bei anderen Modellen das Ganze dann noch mit Reißzwecken oder mit irgendwas anderem befestigen muss. Aber so hält sich das Ganze von ganz alleine.
Und damit wären wir auch schon bei Trick Nummer 7, der sich auch um das Thema Schleifen handelt und mindestens genauso einfach, genial, aber effektiv ist. Manchmal ist es doch von Vorteil, wenn man in der Werkstatt eben doch normales Schleifpapier hat. Gerade wenn man sehr, sehr feines Schleifpapier benötigt, wie in diesem Fall hier 1200er Schleifpapier, was man auch oft zum Ölen oder zum Nachschleifen, wenn man geölt hat oder für andere Anwendungszwecke braucht, dann kann das hier auch sehr von Vorteil sein. Wenn man mit diesem Teil ja per Hand schleift, kann man das Ganze natürlich auch einfach um so einen Schleifblock rumwickeln. Aber oft ist es eben auch so, dass man da irgendwelche Kurven oder Rundungen hat, ja, wo man das Ding dann einfach ja mit der Hand führen muss. Und da ist es mir einfach auch schon super oft passiert, dass mir so ein Teil hier einfach relativ schnell einreißt. Aber natürlich gibt es auch hier einen super einfachen Hack, wie man solches Schleifpapier hier ganz einfach sehr stabil kriegt. Und zwar nehmt ihr einfach ein bisschen Panzertape. Für die ganz Schlauen unter euch werden es wahrscheinlich jetzt schon ahnen und denken, aha, aber natürlich. Und genau so ist es auch. Und dieses Panzertape hier klebt ihr einfach auf die Rückseite von dem Schleifpapier. Und voilà, schon habt ihr ein Schleifpapier, was man wirklich so gut wie nicht mehr kaputt kriegen kann. Und jetzt könnt ihr damit auch ganz einfach in solche Ecken reinschleifen. Und den Vorteil, den ihr jetzt damit natürlich auch habt, ist, gerade wenn man hier per Hand, Freihand schleift, ja, ihr habt es bestimmt auch schon mal erlebt, dass ihr euch dann einfach so beim Schleifen, ja, wenn das Papier dann reißt, dass ihr euch einen fetten Splitter in die Finger haut. Und das kann natürlich mit dieser Methode hier auch so gut wie nicht mehr passieren. Also ich muss schon sagen, von den einfachsten Tricks, die ich bisher gehört habe, verdient dieser hier definitiv einen Daumen hoch. In der Videobeschreibung wirst du eine Liste mit Links finden, mit allen wichtigen Materialien, die ich für das heutige Video gebraucht habe. Und würde mich natürlich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, guck dir einfach die Videos hier auf der Seite an. Ich mache auf jeden Fall weiter. Hau du auch rein in deiner Werkstatt. Viel Erfolg bei allem, was du vorhast. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.